Schönen guten, mein Lieben. Ich bin der Dino und hier ist der nächste Part von The Movies. Ja, im letzten Part haben wir ordentlich abgeräumt und wir wollen mal hoffen, dass das so bleibt. Ist das, was ist denn das hier? Gibt es hier schon wieder einen? Ach nee, das ist nur, was wir jetzt gerade so haben. Also wir können jetzt quasi mit jedem Film, den wir wollen, können wir hier was machen. Ne? Und jetzt starten wir erstmal hier los. Wir hatten ja hier so einen Horrorfilm in Auftrag gegeben, der müsste gleich fertig sein. Das ist nämlich sehr gut. Dann können wir nämlich gleich drehen. Wir haben unseren Horror, naja, das ist gar nicht so gut im Horror. Aber er ist der beste im Horror, den wir hier haben, sagen wir so. Das wird unser Horrorstar. Und ich hier, der gute alte Dirne, ist auch gar nicht so gut im Horror. In Komödie sind die beiden jetzt mittlerweile viel besser. Ja, oh, was war das? Trunksucht. Ich denke, die geht nicht runter. Ach, das ist, das sieht nur so aus. Naja, gut. Drehbuch ist fertig für einen wunderschönen Horrorfilm. Na, oder auch nicht, weil Blutstrom. Ich meine, nicht zwei Sterne. Ich will ein Zwei-Sterne-Drehbuch haben, endlich hier für Horror. Verdammt nochmal. Kommt schon hier hin jetzt. Zack. Ich könnte mir jetzt mal einen ordentlichen Horrorfilm malen. Auf Papier bringen. Er hatte doch genug Zeit. Ich warte jetzt das noch ab hier. Ich will nämlich einen ordentlichen Horrorfilm haben. Ja, ein richtig Zwei-Sterne-Drehbuch will ich haben und ja. Was mit dir denn hier eigentlich? Warum bist du so kacke drauf? Gehalt und Aussehen und Trailer. Du hast einen super Trailer. Was willst du eigentlich? Wie ist das bei euch denn so? Trailer, guck mal hier, volle Pulle. Hat die gar keinen oder was? Ich muss mal eben nachgucken. Ja, wie gesagt, hier fehlt mir immer noch ein Mädel. Also, ich weiß jetzt nicht, kein Eigentümer. Ach so. Okay, ja gut, der gehört dir. Zack. Der gehört Wonderwhy, der gehört Pausenklaus. Der gehört dem Dirne, genau. Und was hast du jetzt hier zu meckern, hä? Aussehen und Gehalt. Alles klar, wir könnten mal nochmal eine Gehaltsanpassung machen hier. Und vielleicht nochmal eine Aussehensanpassung. Machen wir erstmal das Aussehen. Du vielleicht auch, so. Euch beiden geht's gut, ja? Gehalt, okay, ja, das Gehalt können wir nochmal irgendwie anpassen. Müssten wir wohl. Das können wir hier mit euch machen. Finanzen, das können wir hier machen. Das können wir hier mal eben machen. Mit den Financials. Da gibt es natürlich ordentlich Plus hier. Zack, hast du volle Pulle. Du auch. Ist mir scheißegal. Ich mache hier auch volle Pulle, damit ihr alle schön glücklich seid. So, geht's euch gut. Euch auch. Alles klar. Seht ihr wohl? So verdient man Geld. Scheiße. 92.000 Jahresgelder, aber ist okay. Hauptsache, guck mal hier, wie die alle glücklich und zufrieden sind jetzt. So wollen wir das haben. So, wie sieht das denn hier aus mit dem Drehbuch? Können wir da mal langsam was starten? Die beiden ziehen sich hübsch an. Hoffe ich zumindest. Mir fehlt immer noch eine Frau hier. Ich möchte gerne eine Frau mit haben hier. Ich möchte gerne noch ein Mädel dabei haben. Ich möchte aber nicht einfach so irgendwie eins nehmen. Ich möchte gerne, dass ihr euch dazu bereit erklärt, ja, irgendwie. Also ich möchte eine Bestätigung, dass das in Ordnung geht. Das ist mir lieber, als einfach irgendwie was zu machen. So. Was können wir tun hier, damit das noch ein bisschen schöner aussieht? Ich habe eigentlich, wie gesagt, ich nehme ja immer diese großen Pannen hier, ne? Gibt es denn noch was anderes? 250, ne. Ich will natürlich die richtig teuren Sachen haben hier. Und das teuerste sind halt die Palmen, ne? Tatsächlich, oder diese hier. Eine Straßenpflanze, was? Kann man das hier irgendwie... Das sieht scheiße aus, ne? Das sieht irgendwie kacke aus dann so. Ja, das sieht kacke aus. Das machen wir nicht. Der stellen wir mal hier hin oder so. Zack. Ich glaube, das können wir machen. So, hier kann man nochmal im Busch pinkeln. Vielleicht. Achso, Entschuldigung, geht nicht. Hier so oder da so. Könnte man da nochmal Toiletten hinstellen. Die Leute stehen sowieso nicht so gut, ne? Wisst ihr ja, ne? So, ich stelle hier nochmal eine Runde auf. Zack. Eine ganze Straße, eine ganze Reihe. Passt ja wunderbar dahin. Damit diese Toilettenzone hier so ein bisschen verdeckt ist und so, ne? Das wollen wir nicht so gerne haben. Ich glaube, dann tue ich das aber weg hier. Sieht jetzt kacke aus. So.
So, haben wir das auch erledigt. Können wir jetzt mal irgendwie was bauen noch? Was haben wir denn hier noch? Ich habe ja neues Dings gebaut. Jetzt können wir ein Stadtbüro. Da könnten wir romantische Proben proben. Zerbombte Straße, Vorstadttoilette könnten wir vielleicht nochmal irgendwie hinklatschen. Haben wir nicht schon eine Vorstadttoilette hier, ne? Das ist diese hier, ne? Moment. Vorstadttoilette. Neuheitswert, ja. Was ist das hier gewesen? Vorstadttoilette 2 ist das hier, genau. Ja, richtig. Wir hatten nur eine. Wir haben mir die andere wieder abgerissen, deswegen. Und so, irgendwie sowas war da, glaube ich, ja. Was habt ihr für Probleme? Würde ich gerne mal wissen. Ihr seid doch alle gut dabei. Ja, Gehalt ist gut. Gehalt aussehen ist gut. Trailer, ja, kann besser sein. Könnte besser sein. Was haben wir hier? Aussehen hat nichts gebracht. Tut mir leid. Gefolge kann sie noch gebrauchen hier, ja. Gefolge könnte sie noch gebrauchen. Wir haben aber gerade nichts hier. Oh, doch da. Drehbuch schreiben. Moment, da können wir mal eben hier noch so ein kleines Gefolge geben. Na, stell dich mal dahin, Mädel. Du wirst kein Drehbuchschreiber, du wirst Gefolge. Zack. Wunderbar. Geht's euch allen gut? Das ist die Hauptsache. So, das Drehbuch ist fertig. Ist es wieder... Oh, ist es ein Zwei-Sterne. Es ist ein Zwei-Sterne-Horrorfilm. Dann wollen wir mal das Casting beginnen. Wir haben in den Hauptrollen unseren Pausenklaus natürlich. Ist mir scheißegal, ob der da jetzt aufzusehen ist oder nicht. Was haben wir hier? Horror nicht so gut. Mrs. Wonderboy. Horror ziemlich gut. Ich weiß nicht. Komm, Wonderboy rein da. Ich mach's einfach. Ich nehme einfach die Mrs. Wonderboy und ich nehme natürlich den dir, ne? So, Star-Laune, gute Laune, alles klar. Klick, 10 Kostüme sind wieder da. Das können wir gleich mal hier austesten, ob da irgendwas bei ist. Obwohl, sie fühlt sich eigentlich gar nicht mehr so übel, ne? Ich könnte trotzdem mal eben hier 10 neue Kostüme. Da wird ja wohl was dabei sein für euch. So, die machen jetzt schöne Proben da. Das ist sehr schön. Ja, ansonsten haben wir hier schon gebaut. Das Schlachtfeld hatten wir ja schon, ne? Genau. Und dann haben wir hier einen Wald gebaut. Sieht geil aus, ne? Finde ich cool. Achso, da müssen wir noch eine Straße anschließen. Ja, das hätte ich ja fast vergessen, hör mal. Das machen wir natürlich. Und zwar von hier bis hier. Zack. So, das Ganze können wir natürlich noch ein bisschen aufhübschen hier mit der ein oder anderen Palme. So und so. Und so. Da können wir ein paar Palmen drumherum stellen. Wunderbar. Sieht doch gut aus. Da vielleicht auch nochmal eine und da nochmal eine und da nochmal eine und da nochmal eine. Ich finde so hinten rum. Ist ja wurscht, ne? Können wir ruhig mal ein paar Palmen hinstellen, warum nicht? Habe ich vorher noch gar nicht so gemacht eigentlich. Aber können wir ruhig. Da kann richtig was hin, ne? Da können wir richtig zunageln, das Ding, damit das nicht so. Damit man da nicht immer so schön gegen die Wand guckt. Das ist ja kacke sonst. Oh, da passt nichts. Hier. Guck mal hier. Da passt auch noch was hin. Guck mal. Ey, das machen wir auch. Warum nicht? Da gebe ich zwar jetzt ordentlich Geld aus, aber ist mir eigentlich egal, ob das geht. Ja, Studiokapital geht ein bisschen runter. Was soll's denn? Stellen wir hier noch ein paar Palmen hin, nimmer. Warum nicht? Wir wollen den Prestige da linksbums gewinnen. Das ist gut. Das heißt, wir haben erstmal genug hier gelümmelt. Und wir werden jetzt anfangen zu drehen. Los doch. Alle sind gut drauf. Das ist doch perfekt. So. Ja. Ein paar Palmen noch. Ich möchte noch ein paar Palmen haben hier. Und zwar ziemlich genau so an der Kante. So. Warum geht das jetzt da nicht? Da ging es doch. Ist doch doof. Hören Sie mal. Jo. So, hier schön weiterfahren. Dahin, 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 dahin. So, wunderbar. Haben wir da ein paar Palmen stehen, ne? Ist doch geil, oder? Okay, man kann es auch übertreiben. Das will ich ja gar nicht sagen. Da hat es geleckt und schon steht die Palme woanders. Hier können wir auch noch ein paar hinstellen. So, ist jetzt echt übertrieben, ne? Aber ehrlich gesagt, ich weiß nichts anderes, wie man hier irgendwie was,
wie ich hier diesen Spreis da abräumen soll. Ich könnte noch ein bisschen hier, guck mal hier, könnte ich noch mal ein bisschen Wiese machen. Guck mal hier, das sieht scheiße aus. Komm hier. Zack, hast du Wiese. Ah ja, man kann nicht so viel. Zack. So, und hier auch nochmal. Zack, haben wir Wiese. Wunderschön sieht das aus. Da kriegen wir auch schon Boni. Wunderbar. Das haben wir auch schon mal gut gemacht, würde ich sagen. Und den können wir nochmal verscheuern. Hier, den stampfen wir ein. Hier, den wollen wir nicht. So. Gut, die sind am Drehen fleißig. Und was soll ich jetzt machen in der Zeit? Oh. Was war das? 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 Hilfe! Was war denn das? Ah, der Film geht zum Drehen. Oder was? Ja, die rennen jetzt alle dahin. Die haben hier, irgendwo. Benutzen die den Wald schon hier? Cool. Das ist schön. Das freue ich mich. Also da freue ich mich, aber du, das kann ich dir mal sagen. Was haben wir denn hier? Was sind das hier? Dekoration. Neue Autos, oder was? Ne, die hatten wir schon, ne? Das war der neueste, genau. Da kommen noch welche nach. Das ist überhaupt kein Ding. Was war das jetzt wieder für ein... ich habe nicht gesehen. Ein Weihnachtsbaum, ja. Mit denen ich brauche, du, da weiß ich aber auch nicht. 900 kostet so eine schmale Statue. Eine schmale Statue, die können wir hier mal hinstellen. Warum nicht? Warum nicht? Stellen wir mal eine hin. Ah, hier können wir auch noch Rasen hinmachen. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Und hier stellen wir auch noch so ein Ding hin. So, hier steht leider schon wieder eine Frau. Actionkomödie, das ist nicht übel, ne? Aber wir brauchen keine Frau gerade. Tut mir leid. Ich brauche keine Frau. Ich brauche einen Kerl. Weil für den hätte ich auch schon einen Namen. Da habe ich genug Namen. Nur Frauen melden sich nicht hier auf meine Anzeige. Ich mache hier noch ein bisschen schön, so damit wir hier was schön haben. Genau. Und hier auch. Vor allem hier, würde ich sagen. Ne? Da muss ordentlich schön sein. Guck mal hier. Wenn man da drin sitzt und sich einen trinkt, dann muss das auch schön aussehen. Ne? Irgendwie. So. 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 Ist in den Kasten drin. Wunderbar. Alles klar. Wunderhübsch sieht das aus jetzt mittlerweile. Schon fast nicht mehr zu übertreffen. Ja, ich glaube, so allmählich nimmt unser Studio hier Formen an. Und ich glaube, beim nächsten Mal haben wir gute Chancen, da etwas zu gewinnen an Preisen. Da hat es wieder geleckt. Es leckt schon mal, ne? Wisst ihr ja. Schon mal, da leckt's. So. Zack. Wunderbar. Wunderbar. Ich mach noch weiter. Ich bin gerade im Flow. Zack. Da noch und dann hier noch. So, guck an. Und im Wald. Action! Okay, das ist jetzt eigentlich teuer, weil alles gemacht wird, aber ist egal. Ist egal. Ich hab's ja. Ich hab's ja. 800.000. So, jetzt hören wir mal auf mit dem Scheiß, sag ich mal. Ja. Gut. Was haben wir denn hier noch? Können wir noch irgendwie was bauen? Vorstadttoilette habe ich ja jetzt nicht gemacht. Stadtbüro, null im Besitz. Romantische Proben, genau. Sollen wir da was bauen? Oder zerbombte Straße? Ist auch nicht so schlecht, ne? Für Actionproben, naja. Ist jetzt nicht so wichtig, finde ich, glaube ich, ne? Vorstadtbüro und sowas brauche ich auch nicht unbedingt. Ich bin gespannt, was aus dem Horrorfilm wird, ehrlich, Leute. Da bin ich. Entzugseinrichtung können wir bauen. Trunkenbolde haben wir jetzt aber noch nicht. Wir können uns das Geld noch ein bisschen sparen. Post-Production-Restaurant können wir bauen nochmal. Null im Besitz. Aber hatten wir schon. Wir haben noch eins, hä? Oder was haben wir da? Das ist doch unser Restaurant hier. Ach ne, das ist die Bar. Okay, okay, das ist die Bar. Das ist ein Restaurant. Interessant. Gut, gut, gut. Dann werden wir das natürlich bauen, ist ja klar. Ja, so, danke. Sollen wir das hier so hinklatschen? Hier so neben die Bar. Dann kann man, nachdem man aus der Bar kommt, aus dem Restaurant kommt, nochmal eben in eine Bar. Oder machen wir so? Ah, nicht. Das war halt zu viel. So hätte ich es gerne. Dankeschön. Jawohl. Ich glaube, wir setzen das hier hin. Zack.
Catering gibt es hier. Mhm. Dann brauchen wir natürlich noch ein paar Straßen. Beziehungsweise Wege. Ja, ja, wir brauchen Wege. Sehe ich den Nippel nicht hier? So, und so. Und. Nein, 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 nein. Weg. Dahin, ja. So. Und so. Und dann hier rüber, bitte. Hast du fein gemacht. So, was haben wir hier? Das Set Automobil bringt jeden Film. Hier habe ich jetzt nicht weitergelesen, aber das werden wir gleich bauen, das Ding. Wo ist es? Das war kein Set. Das ist hier Set. Kumpel. Schäbiges Hotelzimmer. Oh, romantische Proben. Stadtwaggon können wir auch machen. Komödieproben. Und was wollte ich denn haben hier? Ich wollte doch das Auto haben. Wo ist denn das Auto? Da oben. Genau, wo packen wir das hin? Zum Auto kann man wohin packen? Hier sowas. Vielleicht. Ich pack's hier hin. Zack. Brauchen wir natürlich auch noch Wege. Den ziehen wir einfach gerade durch. Was soll der Reiz? Zack. Fein. So, aber damit ist die Folge auch schon wieder zu Ende. Ich muss mal eben Pause machen hier. So, Dankeschön. Im nächsten Part, was wird uns da erwarten? Ja, das weiß ich auch noch nicht. Wir gucken mal. Da kann man jetzt nichts sehen hier. Das ist das und das und das. Die Preisverleihung kommt erst hier hinten. Aber bis dahin haben wir noch ein paar Filme veröffentlicht und ich bin gespannt jetzt, was aus unserem Horrorfilm wird. Der hat nur Platz 2, so ein Kacker auch. Den können wir schon archivieren. Oh nein. Wir kommen irgendwie nicht hinterher, ne? Aber egal, die Folge ist vorbei. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch was. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao.